NSDAP war ja bekanntermaßen die machthabende Partei während des NS-Regimes. Bis zu 11% der ganzen Bevölkerung waren Parteimitglieder. Da haben wir uns gefragt, inwieweit Ihre Familien mit der NSDAP zu tun hatten und vor allem, ob es dadurch potenziell Konflikte in der Familie gab. Ja, in meinem Falle, ich komme ja nun aus einer Nicht-Nazi-Familie, muss ich sagen. Das hängt aber damit zusammen, mein Vater war als junger Mann bereits sehr sozial eingestellt und war wahrscheinlich auch durch seinen Vater motiviert, der ebenfalls sozial eingestellt war, war Mitglied der SPD. Und er war aber auch Soldat und er hat dann in Polen an der deutsch-polnischen Grenze hat er Züge angehalten mit der Kelle, war so Bahnbeamter und Soldat. Und da passierte nämlich etwas sehr Entscheidendes. Schneetreiben, abends, dunkel, kommt ein Soldat und hat zwei Pelzmäntel in der Hand. Und er sagt zu meinem Vater, hör mal, guck mal, willst du einen von haben? Ja, mein Vater sagt, spinnst du, kann ich mir nicht leisten. Ja, sagt er, und wirst du wohl 20 Reichsmark haben? Wie, ja, mein Vater, 20 Reichsmark? Okay, den finde ich gut. Mein Vater hat ihm 20 Reichsmark gegeben und so weiter. Und jetzt geht das leider weiter, weil das war kurz vor Weihnachten und drei Tage vor Weihnachten 1940. Die schweren Stiefeltritte auf der Treppe, kam die Gestapo und mein Vater wurde verhaftet. Er kam nach Wuppertal in Untersuchungshaft und 2,5 Monate später war dann die Verhandlung. Und dort wurde mein Vater zu 1,5 Jahren verurteilt, wegen Diebstahl am Volkseigentum. Randbemerkung, das war ein Zug, der kam von einem Konzentrationslager, das war ein ganzer Waggon voll Pelzmäntel und der Soldat hatte offensichtlich die Blommen geöffnet und hat dann unterwegs ein paar Mäntel verkauft. Und bei der Verhandlung kam dann leider raus, dass mein Vater auch Mitglied der SPD war. Und damit wurde das Urteil sofort in Buchenwald umgemünzt. Er kam also nach Buchenwald ins Konzentrationslager. Auch eine kleine Randbemerkung, es sind 328.000 Mitglieder der SPD von den Nazis ermordet worden. Aber mein Vater hat Glück gehabt, insofern, weil er wurde noch von Buchenwald aus in ein Strafbataillon reingesetzt. Da hat er dann Minen gesucht mit seinen Händen und hat auch Glück gehabt, da sind auch manche bei umgekommen, aber dahinter standen immer 10, 12 SS-Leute mit der durchgeladenen Waffe. Falls einer von diesen Verbrechern da Dummheiten macht, dann wurde sofort geschossen. Jetzt kommt der nächste, der große Glücksfall meines Vaters, der ihm sein Leben gerettet hat, ein plötzlicher, überraschender Angriff der Russen. Und mein Vater war natürlich clever, hat sich in so einen halben Graben fallen lassen, überrennen lassen und sofort die Arme hoch, Rucki Wersch, und hat gesagt so und so und dann kam er in Kriegsgefangenschaft. So, hier unterbreche ich jetzt mal, weil das würde anderen Sachen etwas vorwegnehmen. Ja. Ja, möchten Sie dazu auch noch was sagen? Ja, ich war noch nicht ganz 10 Jahre alt und kam dann in JM, Jungmädchen. Und ich bin begeistert gewesen. Adolf Hitler war schon sowas wie fast der liebe Gott. Also wir haben ihn verehrt und ich war begeistert und bin gern zum Dienst gegangen. Meine Eltern waren, so wie ich es erinnere, beide SPD. Aber mein Vater war nicht damit einverstanden, dass ich zum Dienst ging und hat mich im Keller, im Kohlenkeller eingesperrt, als ich los musste. Aber dann kamen am nächsten Tag zwei Führerinnen und haben gefragt, wo ich gewesen bin. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weiterging. Mein Vater wurde abgeholt, wurde ins Gefängnis gebracht. Irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, ich war nun noch keine 10 Jahre oder gerade eben 10 Jahre und habe das alles gar nicht so richtig erfasst. Jedenfalls, er kam zurück, wie er ist irgendwie freigekauft worden von Kollegen oder so von der Bahn. Er war Bahnbeamter. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt dazu gehört. Unser Haus an einer Deichstraße in Wilhelmsburg wurde von einer Sprengbombe getroffen, als wir aber nicht in unserem Keller waren, Gott sei Dank, bei Nachbarn. Meine Mutter hatte die Idee, lass uns mal zum Nachbarn gehen, dann die Tommys fliegen sowieso vorbei nach Berlin. Aber nein,
Der Güterbahnhof, der Hamburger Güterbahnhof, war ganz in der Nähe auf der Insel Wilhelmsburg, Elbinsel. Und das war das Ziel der Engländer. Und weil wir da sehr nahe beilagen, hat sich eben eine Bombe verirrt und hat unser Haus zerstört. Unsere Schweine waren, von unseren Schweinen haben wir nichts mehr gesehen, von den Gänsen nicht. Und einige Hühner lagen noch krächzend auf der Straße, das erinnere ich noch. Und unser Haus war zu 2/3 zerstört. Mein Zimmer, da hing der Fußboden runter. Ich sah mein Bett da stehen und es war gar nicht zu beschreiben. Und dann unsere Tiere, hat mir am meisten leid getan. Jedenfalls konnten wir nicht mehr in unserem Hause übernachten. Der Laden war noch heil geblieben, das war das eine Ende von dem Haus. Nachbarn haben uns dann Unterkunft gegeben und ich habe in einem 500 Jahre alt, damals schon 500 Jahre alten Bauernhaus, ein Zimmer unterm Dach gehabt. Das fand ich sehr romantisch. Ich war natürlich auch noch begeisterungsfähig damals und habe den ganzen Ernst des Krieges nicht so erkannt. Das hat sich natürlich dann bald geändert. Ja.